Ja, hallo und willkommen bei Star Fox Gaming. Heute habe ich noch den letzten Teil des Comics für euch. Seite 7, also Comic Nummer 7, das erste Schiff. Ein verlassenes Lagerhaus in Solace City, in dem sich ein Roboter zum ersten Mal verliebt hat. Lieber Pathfinder, du bist in meine Existenz getreten, als ich Hilfe brauchte. Dafür danke ich dir. Ohne deine Hilfe hätte ich nie gefunden, was ich gesucht habe. Du bist so sehr von deinem Schöpfer besessen, dass du nicht erkennst, was du selbst geschaffen hast. Du hast mir Zuflucht gewährt. Dank deines blinden Vertrauens konnte ich mir zurückholen, was mir gehört. Dankbarkeit ist kein Gefühl, mit dem ich vertraut bin. Ich mag es nicht besonders, aber wenigstens kann ich ehrlich sein und dir sagen, du hast mich in vielerlei Hinsicht erschaffen. Ich hatte recht. Ich bin nicht deine Freundin. Und unser Weg? Endet hier. Zurück in der Paradise Lounge. Du hast schon gepackt? Noch dazu pünktlich? Hattest du ein Aneurysma? Hey, wenn Rafe sagt, ich soll pünktlich sein, dann bin ich das. Ich habe dem Kurier deine Sachen mitgegeben, wie du es gesagt hast. Ich kann clever sein, wenn ich will. Ach, und wegen der Mods, die du mir schuldest. Du Idiot! Witt, was hast du getan? Wo sind meine Sachen? Auf dem Weg zur Rakete. Du hast gesagt, ich soll dein Leben einpacken. Nein, habe ich nicht. Ich könnte schwören, du hast. Rafe hat gesagt, pack nicht dein ganzes Leben ein. Und sie hat mit dir gesprochen. Echt? Oh, da war ich wohl abgelenkt wegen meiner gewonnenen Wette, hm? Mein Werkzeug, meine Werkbank, alles, was ich brauche, um auf die Beine zu kommen. Ich habe einen Mordversuch und ein Flammeninferno überlebt. Aber du, Elliot Witt, du machst mich fertig. Hast du was zu deiner Verteidigung zu sagen? Das ist nichts Persönliches. Fortsetzung folgt im Launch-Trailer von Season 7. Okay, also das war jetzt Comic 7. Die Geschichte ist nicht aus, sie ist mittendrin. Und anscheinend geht es dann eh mit der Rakete weiter. Also wird jetzt schon mehrmals angedeutet, das Ganze. Und ja, die ist jetzt mächtig angefressen auf dem Mirage. Mal schauen, wie das weitergeht. Ja. So spannend war der ganze Comic jetzt nicht, muss ich sagen. Aber okay, besser wie nix. Wenigstens haben wir ein bisschen Hintergrundgeschichte in Apex. Finde ich immer gut. Ende. Und dann haben wir noch den Spitfire-Skin bekommen. Teamdynamik, epischer Skin. Ja. Sieht ganz nett aus. Zurück. Und dann haben wir noch einen Waffentalisman. Mitfahragentur. Legendär, da steht Olympus drauf, also das ist wieder ein kleiner Hinweis auf die nächste Map, würde ich mal sagen. Ich hoffe, die kommt in Season 7 endlich. Vielleicht haben wir diese Teile auch als Mitfahrgelegenheit auf der Map dann, wo wir dann einsteigen können. Vielleicht können wir die auch selber steuern. Vielleicht gibt es dann mal ein paar Gefährte in Apex. War ja auch ganz witzig vielleicht, so als Abwechslung auf einer großen Map durch die Stadt zu düsen. Okay, ja, das war jetzt Comic Nummer 7. Danke fürs Zusehen. Bleibt dran. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Star Fox.